Neue Pullovers, mal einen neuen Arbeitspullover hersuchen oder so, weil hier geht jetzt auch schnell die Naht an der Seite auf, langsam wird er ja immer dünner, ne? Mein Gott, Uschi! Fahr doch mal ein bisschen schneller, Mann! Boah, ist die blöd! Bummelt sich da einen zurecht? Was? Was wolltest du sagen? Ihr hört eure Wirtschaftssanktionen an. Putin sagte, die Türkei werde den Abschuss des russischen Kampfflugzeugs über Syrien. Ja, für komisches Wohnmobil. Alle 20 Sekunden wieder das Licht aus, oder was? Zauberei! Jedes Mal, wenn was Komisches in meinen Videos zu sehen ist, dann wird jedes Mal mindestens einmal gefragt, Sascha, hast du denn auch die Polizei angerufen? Ich zeige euch das jetzt einmal, aber ich werde nicht noch einmal Rechenschaft darüber ablegen. Da läuft was schief. Ich spiele das jetzt mal gleichzeitig mit ein und lasse das von meinem fünfköpfigen Special Effect Team nachsynchronisieren. Notruf der Polizei. Sie werden schnellstmöglich verbunden. Hallo, hier die Polizei. Vernünftig. Meine Dame, hallo. Wurde Ihnen schon mitgeteilt, dass hier Leipzig Mitte ein LKW in Graben gerauscht ist? Auf der 14, ja. Wissen Sie schon, okay, alles klar. Aber können Sie sagen, wo genau? Ich habe. Wir haben hier nämlich widersprüchliche Angaben. 85,5 ist der Kilometer. Von der A9 kommend vor Leipzig Mitte. 85,5. Okay, vielen Dank. Jo, tschüss. Danke für Ihren Anruf und gute Fahrt. Jo, tschüss. Hatte sich entwickelt. Leider ist der Alltag traurig und trostlos. Wir müssen auf die Straße gehen und etwas unternehmen. Gestern Abend hat er eben verlaufen. Das ist im vergangenen Jahr oft passiert. Mit blutigen Enden. Bei Straßenprotesten starben mehr als 40 Menschen. Jetzt herrscht Gespannt. Die Menschen warten auf die Wahl. Es ist zwar nur eine Parlamentswahl, aber die könnte das Ende des Sozialismus einläuten. Dieser venezolanische Sozialismus. Zwei Huten, ein Gänse. Oh, hier ist eine Uhr. Wie spät ist denn? 8:08. Hä? Da hängt so ein Plakat, da steht 8:08, aber die Uhr geht falsch. Ne, zweimal am Tag geht's so richtig. Mann, mit 62 durch eine 80-Zone. Oh. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Ich versuche die ja immer aus dem Tiefschlaf zu holen, wenn ich da so dicht auffahre und Format füllen bei denen in der Heckscheibe auftauche, aber tja. Er schläft weiter, muss wohl schon Koma sein. Was ist das für ein Weihnachtsbaum? Das ist auch wieder so ein blödes Stück Scheiße. Sieht da mit 3 Metern vor mir her, also lange Haare hat er, möchte ich ihm abreißen. Besser stopfen, ey. Dass er dran erstickt. Wilder Wichser, ey. Was da jetzt? Muss auch irgendwann mal abfahren. Ja, der zieht noch
vor, oder? Nee, macht er doch nicht. Ich gehe nur zur Arbeit. Was machst du denn jetzt? Los! Wo ist der andere denn? Ach, der ist da. Alles klar. Bis die IS-Truppen kamen und ihn von einem Moment auf den anderen alles abnahmen. Sorry Leute, diese Folge muss ein bisschen kürzer ausfallen. Ich habe hier einfach keine Pausen genug wegen Vorweihnachten. Ihr bestellt einfach zu viele Sachen und einer muss ja durch die Gegend fahren, das bin nun mal ich. Und darum denke ich mir lieber kürzer als gar keine Folge. Ich wünsche euch was, denkt an den Daumen. Tschüss! Neues von den Kuschelbären. Hallo Johannes, hallo Stachel. Hallo. Hallo, hier meldet sich die bärenstarke Bärenbande. Hallo, hier melden sich die Kuschelbären. Johannes, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu anstrengend, ey. Er ist nicht wunderschön. Oh,